Viele deutsche Chemiebetriebe sind eingebettet in ein Umfeld aus Wohn- und Einkaufsgebieten. Die Nachbarn wollen über Entscheidungen und Ereignisse im Werk Bescheid wissen. Der Responsible Care-Wettbewerb hat drei Ideen ausgezeichnet, wie Unternehmen und Anwohner ins Gespräch kommen. Der RC-Wettbewerb ist ein wertvoller Beitrag zu Chemie hoch 3, der Nachhaltigkeitsinitiative der deutschen Chemie. Pharmaforschung, Entwicklung, klinische Prüfung, Produktion, Vermarktung ist ein komplexes Geschäft. Viele Menschen haben ja das Vorurteil, Medikamente kommen aus Universitäten oder öffentlichen Einrichtungen. Dem wirklich Informationen entgegenzusetzen, das war unser Ziel und das war auch das sehr Schwierige daran. Wir wollten zunächst einfach mal transparent machen, was machen wir hier auf dem Firmengelände. So entstand zwischen Böhringer Ingelheim und dem Museum Biberach die Idee einer Ausstellung. Die Macher wollten Wissen vermitteln, aber auch ein Dialogforum anbieten. Die Ausstellung wurde ja begleitet durch Führungen von Mitarbeitern von Böhringer. Und mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ihre Fragen zu unseren Arbeiten zu hören und mit ihnen darüber zu diskutieren. Da geht es um Umweltschutz, da geht es auch um Medikamentenpreise. Aber das kritischste Thema war wohl das Thema Tierversuche. Wir haben uns mit sehr vielen Menschen sehr intensiv über dieses Thema diskursiv auseinandersetzen können. Das war ein tolles Beispiel. Die Ausstellung wurde zum meistbesuchten Museumsevent in Biberach und war später auch in Mainz zu sehen. Also besonders eindrucksvoll war für die Besucher zu verstehen, wie komplex, zeitaufwendig und teuer die Entwicklung eines einzigen Medikaments ist, bis es dann einmal in der Apotheke ist. Dass das also über 10 Jahre dauert, über 1 Milliarde Euro mittlerweile kostet, das hat so kein Laie gewusst. Seit dem Mittelalter wird Burghausen von der längsten Burganlage der Welt geprägt und seit 100 Jahren auch von der Wacker Chemie. Hinter Burgmauern will sich der größte Arbeitgeber der Region aber nicht verstecken. Das Unternehmen hat eine Gesprächsreihe entwickelt, um direkten Kontakt zu den Menschen im Umfeld zu halten. Es gibt Themenbereiche, ich sage nochmal Rodungsarbeiten im Kontext von Erweiterungen, die nicht überall in der Bevölkerung positiv gesehen werden, wo wir auch manche Menschen nicht überzeugen können werden. Aber wenn es uns gelingt, dieses Vertrauen herzustellen, die Akzeptanz des Unternehmens als ernsthafter Gesprächspartner, dann haben wir hier schon viel erreicht. Auch außerhalb der Werktore finden häufig Gespräche statt, so wie hier in der Nachbarkommune Emmerting. Wacker ist zu uns gekommen, hier in diesen Gasthof. Der Saal war voll, das Interesse der Bürger ging deutlich über Emmerting hinaus. Wir legen großen Wert darauf, dass genügend Zeit bleibt für Fragen, für die Diskussion, auch nach dem informativen Teil. Das Allerwichtigste ist Offenheit und Transparenz und ehrliche Informationspolitik. Hier spielt auch die Person des Werkleiters durchaus eine sehr wichtige Rolle. Der Dr. Gillis hat nämlich jedem Fragesteller höchstpersönlich hier im Saal das Mikrofon entgegengetragen und die Frage abgewartet. Und das war so eine spontane, sympathische und auch sehr authentische Geste. Bürger wollen heute mehr denn je wissen, was im Chemiewerk nebenan passiert. Um ihnen die Wege zu verkürzen, hat Currenta in mehreren Innenstädten sowie hier in Dormagen Nachbarschaftsbüros eingerichtet. Die Chem-Punkte sollen Hemmschwellen abbauen, damit jeder spontan vorbeikommen und Fragen stellen kann. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Anliegen der Bürger sind durchaus sehr bunt gemischt. Sie reichen von Ausbildungsthemen bis hin zu Fragen zu aktuellen Projekten. Aber natürlich ist auch schon mal die ein oder andere Beschwerde dabei. Aber das ist ja gut, wenn die Menschen zu uns kommen, so haben wir eine Chance, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Chem-Punkte sind nicht nur Anlaufstelle, sie laden auch zu besonderen Aktionstagen ein. Wir haben heute ein wunderbares Beispiel, da geht es um Zukunftsmobilität, wo die Firma Air Liquide etwas zum Thema Wasserstoffmobilität zeigt, ein weiteres Unternehmen etwas zum Thema Elektromobilität. Die Chem-Punkte an 3 Currenta-Standorten bieten heute ein permanentes Forum für den Bürgerdialog, das gut angenommen wird.
ist eine sehr gute Idee, dass die Nachbarschaft mit einbezogen wird und dadurch auch das Bewusstsein gestärkt wird für die Industrie drumherum und es baut halt Distanz ab. Ob man es hiermit schafft, dass alle die Chemie lieben, ich glaube, das kann man nicht. Aber ich denke, man kann zumindest Nähe schaffen und man kann einfach miteinander, wie es in der Nachbarschaft halt sein sollte, miteinander gut leben.